liebe junge Freunde, es hört sich heute, das ist unsere Heirat, der 1. April war ja der Ostersonntag, dass der erste Transport von rund 150 bekennenden Österreichern in das Konzentrationslager Dachau geführt wurde. Warum waren sie eingesperrt? Sie waren bekannt als Gegner des Nationalsozialismus und daher sofort eingesperrt. Viele mussten lange Jahre, bis zu 7 Jahren, im Konzentrationslager Dachau verweilen. Wir haben heute noch einen Opfer aus dieser Zeit, der in Dachau war. Ich freue mich, Freund Finches, dass du zu uns gekommen bist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, geehrter Herr Stadtrat, noch Stadtrat, bald Bürgermeister, es freut mich, alljährlich hier so eine viele Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, aber auch junge Mitbürger begrüßen zu dürfen. Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, wir haben den 1. April 1938 jährt sich zum 80. Mal. Es wurden damals Kollegen, Gewerkschaftler, Menschen aufgrund ihrer politischen Einstellung, aufgrund ihrer religiösen Einstellung, aufgrund ihrer Hautfarbe nach Dachau geschickt. Ich denke, das sollte uns immer vor Augen geführt werden. Das gilt es zu verhindern. In einer politischen Landschaft, die unsicherer denn je ist, auch heute, sollten wir aufpassen, dass wir nicht Menschen verurteilen, nur weil sie von irgendwo herkommen und vom Krieg flüchten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir es nicht mehr zulassen, Menschen zu verurteilen und ihnen die Schuld zuzuschieben, wo ein politische, eine Regierung versagt hat, so wie es damals das NS-Regime. Die Arbeitslosenzahlen waren ausgemacht aufgrund des Kapitalismus, aufgrund der Weltwirtschaftskrise und nicht, weil irgendein Mensch, irgendeine religiöse Einstellung oder sonst wer daran Schuld hat. Ich denke auch sagen zu können, dass wir, die einstehen für Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitswelt, sehr betroffen waren. Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, waren sehr viele Gewerkschafter in diesem Transport nach Dachau. Und ich möchte euch allen hier Anwesenden ersuchen, diesen Spruch wirklich zu leben. Niemals vergessen, und wehret den Anfängen, in dem Sinn Freundschaft und Bahnfrei. Danke. Es ist an einem Tag wie heute nicht ganz so einfach, auch darüber nachzudenken, wie schnell es gehen kann, dass man sein normales Leben nicht mehr weiterführen kann. Das ist damals vielen gegangen und für mich steht der Bahnhof in Wirklichkeit für eine Vorfreude, dass man Menschen, die man lange nicht mehr gesehen hat, wieder sieht, dass man Freunde, Freundinnen wieder begrüßen kann oder dass man selber auf eine Reise geht und sich darauf freut, dort anzukommen. Für die Menschen, die damals in Züge gesetzt wurden und in die Konzentrationslager geschickt wurden, war es mit Sicherheit keine Vorfreude, sondern ein Abschied für manche für immer, die dann ermordet wurden oder einfach nie wieder zurückgekommen sind. Und für manche, die zurückgekommen sind, und es ist auch schön, jemanden hier zu haben, der selbst miterleben musste, weil ich glaube, das sind ja die letzten Zeitzeugen, die auch noch ganz persönlich darüber berichten können. Die werden uns fehlen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und darum ist es so wichtig, dass es Verbände gibt, Vereine gibt, die sich darum kümmern, dieses Andenken aufrechtzuerhalten, weil wir können uns alle mit Sicherheit nicht vorstellen, wie offensichtlich schnell es möglich war, nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich, wie schnell es nach wenigen Tagen möglich war, ein System aufzubauen, das statt Freiheit und Möglichkeiten für Menschen dann ganz schnell in Diktatur und Mord und Hass umgeschlagen hat. Das hat natürlich alles eine lange Entwicklung genommen. Auch damals war ja der stehende Staat keine Demokratie und damit war schon viel vorbereitet auch im Hass und gegenseitigen Misstrauen. Und wir müssen, das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir alle leben müssen. Wir müssen in einer Welt, die unglaublich viele unterschiedliche Menschen auch Platz geben muss, mit ganz unterschiedlichen Religionen, Einstellungen, auch Vorstellungen, das eigene Leben zu führen,
auch Platz lassen. Das ist nicht immer leicht, weil so wie hier muss man sich dann nebeneinander stellen und man muss um eine gemeinsame und bessere und gute Welt kämpfen und das hört ja nie auf. Und daher ist der Bahnhof und der Westbahnhof auch ein Zeichen dafür, dass Ankommen und Wegfahren auch in unserem Leben ein ständiger Prozess ist, den wir mit Sorge auch dort begleiten müssen, wo eine Rückkehr unerwünscht ist, wie das damals für viele Menschen war, die sich in Wirklichkeit eine Zukunft für das Land, aber auch für sich selbst schaffen wollten. Zum Abschluss meiner kurzen Begrüßungsworte möchte ich mich auch noch stellvertretend bei Claire Schwantner für die Zusammenarbeit mit Professor Hannes Schwantner bedanken, der sehr intensiv und sehr weitschichtig auch sich mit den Schulen und mit den Menschen in den Schulen auseinandergesetzt hat, der ja selber Lehrer war und wusste, wie wichtig es ist, von Beginn an Menschen zu ermöglichen, in Freiheit zu leben und auch mitzubekommen, wie schnell es gehen kann. Und 80 Jahre ist ja keine lange Zeit, das ist nicht lange her, wie schnell es gehen kann, dass aus normalen Menschen Täter werden, die ohne Probleme Leute erschlagen können und sich dabei nicht viel denken. Und da denke ich mir, es ist sehr wichtig, diesen heutigen Gedenktag, aber darüber hinaus sehr intensiv in den Schulen auch immer darüber nachzudenken, was man tun muss und tun kann, damit wir nicht wieder einen 1. April 1938 und alles das, was dann noch gekommen ist, erleben müssen. Danke. Heute aus mehreren Gründen ein sehr beklemmender Termin. Zum einen, weil ein Mann nicht mehr bei uns sein kann, der diese und viele andere Veranstaltungen vorbereitet hat. Das wurde heute schon erwähnt, Hannes Schwantner, Vorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, der über viele Jahrzehnte sich vor allem bemüht hat, das Thema Antifaschismus mit Zeitzeugen aufzuarbeiten, aber es auch weiterzugeben an junge Menschen, die diese Zeit Gott sei Dank nicht erleben mussten, die aber trotzdem mit dem Gedanken des Antifaschismus konfrontiert werden sollte. Und hier hat Hannes Schwantner wirklich viel geleistet. Er hat diese Veranstaltung auch vorbereitet und es ist sicher in seinem Sinne, dass wir heute hier gemeinsam über Parteigrenzen hinweg mit vielen jungen Menschen auch der Opfer des NS-Regimes gedenken. Wir werden Hannes Schwantner nie vergessen und werden auch aus diesem Grund heraus am Samstag im Bruno Kreisky Forum eine Gedenkveranstaltung durchführen, um auch zu erinnern, welche Leistungen Hannes für uns alle und für unsere Republik und die Stadt Wien erbracht hat. Und ich möchte an der Stelle noch einen weiteren Mann erwähnen, der nicht mehr unter uns sein kann, der hier bei der ersten Veranstaltung, die Gedenktafel enthüllt worden ist, gesprochen hat, nämlich unser unvergesslicher Ernst Nedved, der viele Jahrzehnte lang gemeinsam mit den meisten von euch gemeinsam antifaschistische Arbeit geleistet hat. Es ist auch schön, dass wir heute diese Veranstaltung mit der Arbeitsgemeinschaft der Opferverbände parteiübergreifend machen, wie viele andere. Denn Opfer des NS-Regimes hat es in vielen Familien gegeben und Kommerzialrat Dr. Gerd Kastelitz ist ein besonders Betroffener. Seine Familie hat hier große Opfer im Widerstand erbringen müssen. Und es ist ein Zeichen der gut funktionierenden Demokratie in unserem Land, dass wir auf Basis unserer weltanschaulichen Positionen uns trotzdem gerade bei wichtigen Themen die Hand reichen und auch darüber nachdenken, wie es in unserer Republik, in unserem Land, in unserer Stadt weitergehen kann. Und das ist, wie ich meine, auch das große Vermächtnis jener Männer, die am 1. April 1938 in einem Waggon weggeführt worden sind ins Konzentrationslager Dachau und wo das NS-Regime höhnisch gesprochen hat von einem prominenten Transport. Und wir gedenken dieser Männer heute nicht, weil sie Prominente waren, sondern weil es Betroffene waren, die von dem NS-Regime aufs Brutalste misshandelt worden sind. Und zwar schon auf dem Transport von hier, von Wien aus, bis ins Konzentrationslager Dachau, sind die meisten von ihnen, von den 151 Männern, schwer misshandelt worden und sind zum Teil schon verletzt im KZ angekommen. Und warum war das ein sogenannter Prominententransport? Das war deshalb, weil das NS-Regime Zeichen setzen wollte, welche Personengruppen besonders verfolgt werden und wer sich in der Bevölkerung in Acht nehmen muss vor diesem Regime, weil sie anhand einiger Prominenter zeigen wollte, die werden wir uns besonders vorknöpfen.
Und das waren zum einen Teile der jüdischen Bevölkerung. Und es war damals am 1. April 1938 noch nicht zu ermessen, dass das das größte Menschheitsverbrechen überhaupt in der Geschichte wird. Dass Millionen Menschen ermordet worden sind, nur weil sie jüdischer Abstammung waren. Und auch daran sollten wir heute denken, wenn es immer wieder noch Antisemitismus gibt. Antisemitismus, der seine Wurzeln hat in der österreichischen Geschichte. Aber auch Antisemitismus, der aus anderen Ländern zu uns gebracht wird. Und das muss auch eine Konsequenz unserer Gedenkveranstaltungen sein, dass wir Antisemitismus, egal in welcher Verkleidung er zu uns kommt, nie wieder dulden werden. Und dass wir alle parteiübergreifend dazu stehen müssen, dass niemand verfolgt werden darf aufgrund seiner politischen oder religiösen Verwurzelung. Das ist ein Erbe auch unserer Demokratie. Und wir sind alle bekennende Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind Patrioten, die zu unserem Land stehen. Aber wir sind keine Chauvinisten. Und was heißt Chauvinismus? Chauvinismus ist, wenn man sagt, ein Teil der Menschen ist wertvoller als andere. Was gleichzeitig bedeutet, dass andere Menschen minderwertig sind. Das ist Chauvinismus und das sind wir nicht. Wir sagen, alle Menschen sind gleich. Es gibt Menschenrechte, die wir zu vertreten haben. Und wir begehen im heutigen Jahr nicht nur das Gedenken an das Jahr 1918, 1938, sondern auch an das Jahr 1948, an die Deklaration der Menschenrechte. Und Menschenrechte sind unteilbar. Und das ist in unserer Gesellschaft, ich meine, ein ganz wichtiger, wertvoller Bestandteil unseres demokratischen Zusammenlebens sein. Menschenrechte sind unteilbar. Und damit müssen wir auch in Zukunft darauf achten, dass die nicht egal in welcher Form angegriffen werden. Aber welche Auswirkungen hat dieser April 1938 noch für Österreich gehabt? Und das wurde von Herrn Dr. Kastelitz schon angesprochen, dieser Geist der Lagerstraße. Das werden die Jüngeren gar nicht mehr verstehen, wenn man nämlich weiß, dass die Erste Republik die Zeit ab 1918 verbunden war mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen christlich-sozialen und Sozialdemokraten, die gemündet haben in einen Bürgerkrieg, wo Österreicher gegen Österreicher aufgetreten sind, aufeinander geschossen haben, wie das leider auch in anderen Teilen der Welt derzeit stattfindet, hat dieses Erlebnis, dieser Geist der Lagerstraße dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zweiten Republik, dieser Geist der Lagerstraße dazu geführt hat, dass es ein Miteinander gibt. Jener, die vorher aufs Heftigste verfeindet waren. Und es wurden Namen genannt. Alexander Eifler zum Beispiel war Chef des Republikanischen Schutzbundes. Umgekehrt Orbach, viele, die, wenn man so will, auf der anderen Seite gestanden sind. Aber trotzdem haben sie sich die Hände gereicht, obwohl sie vorher miteinander gekämpft haben. Und das war der positive Beginn der Zweiten Republik, den wir nicht vergessen sollen. Und wenn wir auch wissen, dass das da und dort auch negative Auswirkungen gehabt hat, dass man vielleicht zu spät manches aufgearbeitet hat, was man vielleicht schon früher ansprechen hätte müssen. Dieser Geist der Lagerstraße hat trotz allem dazu mitgewirkt, dass es eine positive Entwicklung der Zweiten Republik gibt, dass es ein demokratisches System gibt, dass es Sozialpartnerschaft gibt, nämlich das Miteinander im Parlament, aber auch das Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dass Unternehmerverbände, aber auch die Gewerkschaften ihren Platz in der Gesellschaft haben. Und wenn heute darüber diskutiert wird, die Sozialpartnerschaft zu reduzieren, dann muss uns bewusst sein, dass das nicht nur ein Reduzieren der Möglichkeiten sind, die damals am 1. April 1938 ihre Wurzeln hat, sondern dass das auch für uns heute noch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Identität ist. Dass das Miteinander, nicht das Gegeneinander im Vordergrund zu stehen hat. Und ich persönlich werde mich sehr dafür einsetzen, dass die Sozialpartnerschaft auch in Zukunft in Wien gelebt wird. Dass Unternehmer, aber auch Gewerkschaften ihre Rolle spielen können. Dass das Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch in unserer Stadt praktiziert wird. Nicht nur bei Sonntagsreden, sondern auch bei konkreten Anlässen. Und dann bin ich auch so froh, dass Vertreter der Gewerkschaft heute bei uns sind, gerade der Wieder, der Eisenbahner Gewerkschaft, die sehr darauf schauen, dass die Eisenbahn auch in Zukunft eine große Rolle in unserem Staat spielen kann und dass auch die Gewerkschaft sich meldet, wenn es notwendig ist. Ganz zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Anmerkung noch. Ich habe seit vielen Jahrzehnten mitarbeiten dürfen am Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer. Mit vielen Zeitzeugen Gespräche führen dürfen.
bin auch geprägt worden von der unvergesslichen Rosa Jockmann, die damals ein Jugendkontaktkomitee gegründet hat, um junge Menschen mit dem antifaschistischen Geist in Verbindung zu bringen. Und die unvergessliche Rosa Jockmann hat immer gesagt, man kann vieles verzeihen, aber man soll niemals vergessen. Und in dieser Tradition stehen wir parteiübergreifend, alle die, die sich zu einem republikanischen, demokratischen Österreich bekennen, zusammen, parteiübergreifend, gemeinsam. Und mit diesem Miteinander wollen wir auch die Zukunft gestalten. Und darum bin ich sehr froh, dass viele junge Schülerinnen und Schüler heute auch zu uns gekommen sind. In diesem Geist wünsche ich euch allen ein herzliches Glück auf und herzliches Freundschaft. Würde ich Sie einladen, hinten beim Gitter vorbeizugehen. Sie sehen dort eine Kette mit 150 Namenstafeln. Das sind die Namen jener Personen, die vor 80 Jahren von hier nach Dachau deportiert wurden.